Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, fünfter Teil, Tageshoroskop, Freitag, 6. August 2021. Wir stehen von heute gerechnet 3 Tage vor dem Neumond, das heißt, hier beginnt etwas Neues. Wie gesagt, ich will keine Gerüchte verbreiten, das Internet sagt für den 8.8. etwas voraus, ich weiß es nicht, aber die Energien sind derzeit ziemlich heftig. Ja? Also diese Halbsumme hier, die hat schon Konsequenzen, also da wird schon etwas daraus erwachsen. Nur halt haben wir hier im Tageshoroskop eher eine Momentaufnahme und bei den anderen Horoskopen haben wir dann eben auch zeitlich einen Entwicklungsprozess, der hier nicht da ist, weil das ist eher was Statisches. Es geschehen halt eben große Dinge, die geschehen, wenn Systeme zu groß gewachsen sind. Ihr wisst ja früher in der Märchenzeit, ihr könnt ja alle euch noch erinnern, die Prinzessin, der Prinz, das kleine Königreich, das hat halt wahrscheinlich gemeint, in früheren Jahrhunderten die zahlreichen kleinen Fürstentümer, in welche Deutschland zersplittert war. Das war natürlich Politik der umliegenden Staaten, sozusagen den potenziellen Feind so klein als möglich zu halten in der Zersplitterung, aber eben der Nachteil von den großen Imperien, das haben wir auch am Imperium Romanum gesehen, ist halt eben jener, dass sie irgendwann einmal nicht mehr zu halten sein werden. Und wir haben hier auch Umfrageschock, wie es unser Freund Georgi Boy Soros schon angekündigt hat. Wenn es eine Zukunft für Europa gibt, dann liegt die nur in den richtig Grünen. Daher wird ja auch schon aufgrund der immens fähigen Kandidatin eine Gigantin in Stellung gebracht, von der wir wissen, dass sie sehr wahrscheinlich das Rennen machen, also in der Auszählung der Wahlauszählungsmaschinen das Rennen machen wird. Ich suche eine andere. Naja, es geschehen halt merkwürdige Dinge, weil viele haben nicht ganz verstanden 2015, was hier der Sinn dahinter war und warum soll man jetzt jene abschieben, die ja jetzt nur den Job machen, den sie halt gedacht waren zu machen. Also ich würde sagen, nennen wir es halt ein erwartbares Verhalten, weil es haben ja doch etliche gesagt, die werden dies machen oder die werden jenes machen. Ja, jetzt machen sie halt dieses und jenes und jetzt wird halt Karte gezeigt, sozusagen, wes Geisteskind hier dahinter steckt, sozusagen. Ich würde das jetzt nicht als Komplizenschaft bezeichnen, aber es sind doch sehr, sehr destruktive Erscheinungen, die wir halt eben sehen. Wie gesagt, ganz heftige Prozesse gehen hier vor sich. Ich würde sagen, weniger die antiken Städten um Olympia sind jetzt hier in Gefahr, sondern ich würde sagen, die Türkei brennt, oder? Und das ist ja doch ein bemerkenswerter Vorgang. Die Türkei brennt nämlich an 3 Fronten. Ganz spannend, oder? Auf der einen Seite haben wir hier eine inflationäre Entwicklung der Lira, ist aber schon in den letzten Jahren ein Prozess gewesen, der sich abgezeichnet hat. Investoren haben sich auch zurückgezogen. Es wurde auch ausgesprochen, dass ein Verlassen der NATO als mögliche Option betrachtet wird, erkannt wird. Und jetzt auf einmal haben wir Millionen junger Männer aus Afghanistan in Richtung Türkei. Waldbrände in der Türkei. Die Währung wird sozusagen wieder hinuntergetreten. Also ich muss ehrlich sagen, sie haben es hier wirklich nicht leicht. Mir tun die Menschen dort leid, weil sie werden von allen Richtungen angegriffen und hier wird etwas behauptet. Ja. Das steht jetzt hier in den Schlagzeilen. Militante bekennen sich zur Brandstiftung. Ich muss ehrlich sagen, in dieser Situation ja, ist mir das eine sehr, sehr billige Argumentationslinie. Und hier wird sofort, wie wir das immer wieder in Schlagzeilen gesehen haben, ohne Gerichtsverfahren, ohne Untersuchungen, wobei Gerichtsverfahren nicht viel bedeuten, aber ohne wissenschaftliche Investigation, wird sofort im Schnellschuss ein Schuldiger präsentiert, der sich sogar dazu bekennen soll. Ja? Glaubst du das? Also ich muss dir ehrlich sagen, ich glaube solche Schlagzeilen nicht. Und
in dieser Situation, die emotional derart aufgeladen ist, jetzt wieder einen Schuldigen zu präsentieren. Naja, das ist dann der Funke neben dem Pulverfass. Die Inder sind boshafte Wesen, also sehr, sehr boshafte Menschen. Sie erwarten doch glatt eine Haftung des Herstellers. Also so eine Frechheit. Das ist ja, ich meine, was soll das, oder? Nein, danke. Und hier in Österreich wird sozusagen das Dieselprivileg fallen gelassen. Ja, es ist ein Privileg. Ich glaube, Diesel wird mit schlappen 65% besteuert und ich glaube, Superbenzin schon in Richtung 75% und 65% Besteuerung muss man natürlich immer dazu rechnen. Wir wurden ja schon, wenn wir die Arbeitnehmerunkosten dazu rechnen, wir wurden ja schon mit 60% besteuert und von den verbleibenden, sagen wir von mir aus 40%, werden uns hier noch einmal über den Sprit 65% genommen und hier wird dann eben das, die geringere Besteuerung wird hier in der Zeitung als Privileg bezeichnet. Aha. Also das Narrativ ist für mich bemerkenswert. Es ist ein bemerkenswertes, auch hier sehr, sehr positive Entwicklungen. Der beliebteste, stärkste und entschlossenste Präsident aller Zeiten zeigt jetzt klipp und klar, dass die Personenkreise, die aus Mexiko, also Guatemala, über Mexiko dann einreisen, sozusagen natürlich alle zeigen, was sie schon drauf haben. Ganz interessant, ja, ganz, ganz interessant. Schweden ist natürlich ein Querdenker gewesen. Schweden ist den Nullweg gegangen. Sie haben sich gedacht, wir machen gar nichts. Und das hat sich jetzt als sehr weise herausgestellt. Sehr weise. Oft ist es besser, das klassische Beamtenverhalten an den Tag zu legen. Ich war selber Beamter, also hier ist auch Selbstkritik angesagt. Oft ist es besser, wie beim Gesöchten, einen Akt gut abhängen und ruhen zu lassen. Weiter zum vielleicht, hoffentlich, möglicherweise besten und sechsten Teil. Ende.